Stimmt, zum Jägersmann müssen wir ja auch noch. Ach ja, der Trank war ja mit Alvin. Das hatten wir ja schon. So, Gerald, könntest du ein bisschen schneller laufen? Ja, ja, ja. So, hier hatten wir ja schon alles abgeerntet. Gibt es nichts mehr Interessantes. Wir haben hier immer noch unsere Trophäe an der Hüfte hängen. Ich glaube, die müssen wir ja jetzt auch dem Jägersmann dann zurückgeben. Da vorne ist denn auch schon der gute Mikudel. Hoffe ich. Sehen gerade nicht. Okay, wo bist du hin? Ich bin müde. Kein Durchlass. Die Tore sind bis auf weiteres. Okay, Miku ist nicht mehr da. Eine Quarantäne verhängt. Finde ich jetzt gerade relativ mystisch. Ich glaube, da kommt jetzt dann doch nur zu bestimmten Tagszeiten, oder? Kann das sein? Ich meine, heute Morgen, wo wir losgegangen sind, war er ja noch da. Na gut, dann halt erst mit dem anderen. Dann kann ich da noch nichts dran ändern. Ich weiß nicht, wo Miku abgeblieben ist. Ob mir jetzt einfach mal das Haaren da ist. Leben. Ja, yeah, Leben ist schwer, ne? Haaren ist da. Unser gemeinsamer Freund Soltan schickt mich. Also, hat er euch auch am Haken? Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch einlasst. Hä? Schlimmer als Fischtech. Entspannt euch. Ich spiele nur, wenn ich das auch will. Das sagen alle. Also sollen wir? Gut, spielen wir Poker. Das sind aber hohe Einsätze, ne? Also höher als bei dem anderen. Eine schöne Eisteedusche. Oh, die Musik dabei ist cool. Hier etwas. Wir fangen erstmal klein an. So viel Geld haben wir ja gerade nicht. Drei, vier haben wir ja sogar schon. Würfeln wir die beiden einfach nochmal neu. Oh, natürlich kein Glück gehabt. Hoffe ich mal, dass er auch kein Glück hat. Er würfelt alle nochmal neu. Jo, wir haben auf jeden Fall die Runde gewonnen. Jetzt also nächste Runde. Wir haben ja gar nichts. Dann würfe ich einfach die nochmal neu. Eine 3 haben wir jetzt zumindest zweimal. Okay. Gleichstand. Oh, jetzt müssen wir gewinnen.
2x6 und 2x2. Ich möchte nichts erhöhen. So. Ja, dann wähle ich auf jeden Fall einmal die 5. Ich hoffe, dass was bei... Ja. So, 3x die 2 haben wir schon. Puh, wir haben gewonnen. Sehr geil. Oh, ich habe gegen Haaren gewonnen. Jetzt suche ich andere Gegner. Das ist gut. Hexer! Hatten wir bei dir noch was? Gibt es noch etwas für einen Hexer zu tun? Ich könnte wohl etwas finden. Dieses Päckchen muss nach Visima gebracht werden, zu einem Mann namens Coleman, in der Taverne zum haarigen Bären. Keine Fragen. Gebt mir das Paket. Ich liefere es ab. Coleman wird euch entlohnen. Was verkauft ihr denn? Eigentlich alles. Aber es sind schwere Zeiten. Daher ist die Auswahl begrenzt. Zeigt her. Der Kunde hat immer recht. Natürlich. Waffen hat er. Wir haben jetzt aber nicht so viel, dass ich sagen könnte, wir können uns jetzt irgendwas leisten. Prozent. Aber Alkohol haben wir hier noch. Den nehmen wir mal mit, den Alkohol. Den Alkohol nehmen wir mit. Gut, dann haben wir das schon mal gewonnen. Dann geht das jetzt zu der einen Höhle. Komme ich auch wieder runter? Nein, komme ich nicht. Mist. Mistiger Mist. Du gehst einmal auf die andere Seite. Leben. Ja, ja, Leben ist schwer, ne? Gut. Das da hinten vielleicht mich cool? Ich weiß es nicht. Kann ja sein, dass er sein Standort immer wechselt. Gastiger Ort, genau. Ne, ich glaube, das da hinten ist irgendwie cool. Die beiden sowieso nicht. Gastiger Ork. Ja, stimmt. Gastige Ochse. Gastige Hobbits. Gastiger fetter Hobbit. Gut. So, Feuerstelle brauche ich gerade. Ja gut, dann gehen wir hier halt nochmal rein. Waren wir ja vor einigen Spielstunden schon mal. Wusst ihr nicht, dass es hier tatsächlich noch eine Quest gibt? Ah, da sind die wieder. Ja, gut, ich glaub. Chance gleich 0. So. Ach, wir können ja jetzt. Na gut, ich habe nur einmal Katze noch, ne? Na gut, ich hoffe einfach, dass ich dann Katze nochmal wiederkriege. Mal gucken, was wir nochmal für die Katze brauchen.
Nein, 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 nein. Dahin formen. Katze. Rebis und Quibirs. Oder wie auch immer man so spricht. Rebis. Quibirs haben wir. Aber, ah doch, Rebis haben wir auch. Also wir könnten es tatsächlich jetzt schon wieder herstellen. Ballista-Frucht kriegen wir es. Durch die Ballista-Frucht. Das ist gut. Wir bestehen zumindest die Möglichkeit, dass wir eine neue Katze herstellen können. Brauchen wir später. Hier sind Überreste. So menschliche Überreste. Okay, wir müssen den die Leiche beerdigen. Ah, auf 4 ist das. Guti. Ich werde jetzt einmal kurz das für Leuwarden. Nur die Information über die Beste bringen. Okay, das war das. Ich muss den Gefährten von Leuwarden beerdigen. Bitte mit dem Händler reden. Das werden wir mal auf Quest verfolgen. Also jetzt einmal wieder zurück zur Raststätte. Vorher will ich aber nochmal wegen der Alchemie gucken. Gucken. Ja, Katze können wir herstellen. Es war nur eine. Oder ist das mal Wumpa? Ups, aber es geht. Später werden wir nicht ganz so viele Probleme haben. Wenn wir alles einsammeln, was man einsammeln kann. Dann werden wir genug von all dem haben. Dann reden wir jetzt auf jeden Fall noch einmal mit dem Geistlichen. Was für ein Wolf. Wo speichere ich allerdings? Nicht, dass es dann noch weitergeht und ich, ob dann hier kein Problem. Schnell. Ich möchte gerne einen Mann in der Gruft unter der Kirche begraben. Ihr habt das ewige Feuer entfacht. Ich bin euch so dankbar. Dann ist es abgemacht. In der Gruft steht ein verfallender Sarkophag. Verfallend? Wollt ihr lieber ein Loch ausheben? Ich nehme den Sarkophag. Ich würde den Händler im Gewölbe der Kapelle begraben. Okay. Sprecht, schnell.
Ich weiß, woher die Bestie kommt. Hat die Hexe sie herbeigerufen? Die Bestie erschien aufgrund der Bosheit der Menschen. Um sie zu töten, muss ich die Schuldigen entlarven. An euren Worten könnte etwas dran sein. Wenn die Schäflein sich verirren, muss der gute Hirte sie wieder auf den rechten Pfad bringen. Anderenfalls fallen sie den Wölfen zum Opfer. Ich werde herausfinden, was ich kann, um die Bestie zu bezwingen. Ich muss alle Dörfler zusammenholen. Hier ist euer Lohn, Hexer. 200 Orenz. Okay. Ich sollte die übrigen Aufgaben erledigen. Ja, das sollten wir. Wir gehen jetzt einmal kurz zum Jägersmann. Geben da die anderen Sachen ab. Dann gucken wir einmal nochmal. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Ja, ja. Dann gucken wir noch einmal nach Mikul. Eure Schönheit verzaubern. Dann werde ich dann wahrscheinlich bis zum nächsten Tag kurz schlafen. Oder zumindest gucken, ob er vielleicht am Abend wieder davor steht. Und dann mal gucken. Dann müsste eigentlich bald das Ende dieses Kapitels angelangt sein. Das möchte ich heute auf jeden Fall schaffen. Da müssen wir noch nicht hin. Da vorne war, glaube ich, der Jäger. Der Jäger. Hoffe ich zumindest. Ja, königlicher Jägersmann. Hallo. Seid gegrüßt. Holt mir den Jäger. Ich habe den Kopf des Ungeheuers vom Seeufer. Wirklich beeindruckend für einen Ertrunkenen. Sieht sogar aus wie heilige Militäle. Ein ertrunkener Toter. Der bringt euch 200 Orens. Das ist gut. Macht's gut. Okay, wir haben ihn abgegeben. Wohl zum königlichen Jägersmann. Ja. Und wir haben wieder eine Stufe erreicht, eine höhere. Ach, warte. Habe ich jetzt gerade das mit der Kapelle verpasst? Soll ich das. Problem mit der Beste zu kommen, so Zeit, dass ich mich nicht immer mit den restlichen Aufgaben erledigen. Ja, natürlich bin ich an der Kapelle vorbeigerannt. Na, ich stand nur direkt davor. Ich will jetzt noch einmal kurz hier mit dem Typi reden. Ich hab Durst. Wir müssen ja eh nochmal zurück. Weil ich ja Miku noch nicht gefunden habe. Weil ich Miku nicht gefunden habe. Der ist leider nicht an Ort und Stelle. Ja, so, den da suche ich. Neuigkeiten? Dies sind die sterblichen Überreste eures Freundes. Was war die Todesursache? Echinopse. Das sagt mir nichts, aber ich hoffe, dass ihr unsere Abmachung einhaltet und den Toten begrabt. Aber die Abmachung lautete... Wir waren uns einig. Ein anständiges Begräbnis oder ich zahle nicht. Was meint ihr mit anständig? In Ermangelung von etwas Besserem muss die Gruft unter der Kirche des Geistlichen genügen. Okay. Vielleicht ein andermal. Eine prima Gelegenheit, Verlust zurückzugewinnen. Miku war versucht. Hier drin nicht, ne? Darum bin ich ja pleite. Was ist das denn? Nee. Dann also nochmal zurück. Hoffen, dass Miku da ist. Sonst gehen wir einmal zur Kapelle. Dann ruhen wir uns einmal aus. Suchen nach Miku. Und danach geht's endlich zu Odo. Also nee, erst gucken Miku, dann Kapelle, dann wieder Miku suchen, was wir nicht finden. Und gewinnen. Und dann Odo.
dann müsste es auch bald sein. Das Kapitel. Ich weiß, dass auf jeden Fall am Ende dieses Kapitels noch ein Bosskampf auf uns wartet. Der, wie ich mich recht entsinne, sehr mies war. Sehr, sehr mies. Das wird kein Zuckerschlecken. Das einzig Gute ist, dass ich jetzt mehr Tränke habe. Und ungefähr weiß, wie ich vorzugehen habe. Ungefähr. Na, steht er da? Steht er da? Nein. Nein. Nico steht da noch nicht. Ach, Mieste. Mieste. Ist doch alles Schitter. Guti. Ja, dann geht's halt zur Kapelle. Ich hab's ja fast befürchtet. Dann werden wir dann einmal bis zum Morgen und einmal bis zum Abend schlafen und gucken, zu welcher Tageszeit er dann halt davor steht. Dann zu Udo. Hätte ich eigentlich auch eben machen können, aber ich weiß, dass ich die Kapelle sonst vergessen würde. Zu dem gemacht, was also das zweite Kapitel wird auf jeden Fall deutlich länger gehen, genauso wie das dritte. Vierte geht, glaube ich, gar nicht so lange und das fünfte ist auch relativ kurz. Garstiger Ort. So zwei und drei sind relativ lang. Weil man halt auch so viel machen kann. Missgeburt oder nicht, ihr könntet nutzen. Unmöglich. Die Bestie rief ihre gespenstischen Diener herbei. Die Schreie hörte man im ganzen Dorf. Was hast du denn hier? Der Geistliche kümmert sich jetzt um mich. Wie bist du hergekommen? Der Geistliche hat mich aus den Klauen einer Hexe gerettet. Klauen? Das hat er gesagt. Lebst du denn gern hier? Das ist meine Chance, ein anständiger Mensch zu werden. Ich drück dir die Daumen, Junge. Mhm. Hier ist ein Altar. Jetzt habe ich tatsächlich mal was mitgenommen. Es war aber nur Alkohol. Es war nur Alkohol. Das kann man nehmen. Aha. Ja, was denn? Was du kannst, kann ich auch. Stimmt. Ich erinnere mich. Ihr habt mich gejagt. Ihr und eure abscheuliche Jagdgesellschaft. Das tue ich immer noch. Nur das Wort Jagen trifft es nicht ganz. Wieso nicht? Meine Aufgabe ist es, ein Schicksal zu erfüllen. Angenommen, ich glaube euch. Verratet ihr mir mein Schicksal? Schicksal ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide, die andere ist. Tot. Ich folge euch und warte darauf, dass ihr einen Fehler macht. Das ist nicht alles. Es gibt den Tod, aber auch den freien Willen. Ich werde die Salamandra finden und mein eigenes Schicksal erfüllen. Ich werde warten, Wolf. Eindrian! Wasser auf Leo! Duffle! Ihr verspottet das Schicksal.
Ihr verspottet es und spielt mit ihm. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide und die andere ist... der Tod? Nein, wir sind es, die gestorben sind. Euretwegen. Da er euch nicht zu fassen kriegt, begnügt er sich mit uns. Der Tod folgt euch auf Schritt und Tritt, weißer Wolf. Aber andere sterben. Euretwegen. Okay. Ach, jetzt kämpfen wir hier gegen Leo. Das ist tatsächlich neu, das kenne ich noch gar nicht. Ist aber interessant, dass man hier jetzt auch schon das erste Mal die wilde Jagd sehen kann. Ich dachte, die kam erst in Kapitel 4. Da habe ich sie nämlich damals das erste Mal gesehen.